Vielen Dank, Herr Kollege Di Benedetto. Herr Kollege Bocklet von der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN hat sich zu einer Kurzintervention gemeldet. 2 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, bestimmte Sachen sind ja vorher zu ahnen. Meine Rede war in der Tat angesichts der gesellschaftlichen Situation, die wir haben, eine andere, nämlich die der Frage, welche Linie wir verfolgen in diesem Haus, welche Haltung diese Landesregierung hat. Ich wollte Ihnen ersparen, mühsam jeden einzelnen Punkt vorzutragen, den wir hier haben. Dicht und eng bedruckt, Herr Genosse Merz, können Sie erkennen, was wir alle hier gemacht haben. Dicht bedruckt, die Integrationspolitik römisch 1 über 2 Seiten, 3 Seiten, 4 Seiten. Und dann gibt es noch einmal 3 weitere Seiten zur Antidiskriminierungspolitik. Das kann ich hier vortragen, da brauche ich aber alleine schon 10 Minuten für. Ich will es Ihnen nur sagen, wir geben es vielleicht tatsächlich einmal dieses Papier zu Protokoll, damit die Opposition wenigstens sich die Mühe macht, damit auseinanderzusetzen, was in den letzten 4 Jahren unter anderem von Joe Dreiseitel geleistet wurde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich, Herr Di Benedetto, leihen Sie mir Ihr Ohr. Und natürlich ist Integrationspolitik nicht nur das, was im HSM abgebildet wird, sondern auch das, was an Arbeitsmarktpolitik gemacht wird, an Sprachförderung im Kindergartenbereich, an Ganztagsschulen, an Sozialindex und vieles andere mehr, und jetzt mit Schulsozialarbeit. All das trägt dazu bei, dass Integration gelingt. Das ist heute nicht die Stunde. Aber wir können Ihnen auch gerne die Erfolge aufzählen, die Sie in der Querschnittspolitik erzielt haben, die Millionen von Euro, die wir in die Sprachförderung in Kindergärten gesteckt haben, vieles andere mehr. Sie sehen es einfach nicht. Das ist Ihr Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und noch zum Schluss, ich habe nicht so lange Zeit. Lieber Kollege Benedetto, ich habe mir in anderem Zusammenhang die Haushaltsanträge der SPD ausgedruckt für den Einzelplan 08 Soziales. Ich finde in den Haushaltsjahren 15 und 16 nicht einen Antrag zur Integrationspolitik, nicht einen einzigen. So, das ist die Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. 2 Minuten. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Deswegen, ich muss zum Schluss kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen haben wir eine klare Haltung, die habe ich dargestellt. Wir haben eine Fülle von Maßnahmen außerhalb des Sozialministeriums und eine Fülle von Maßnahmen im Sozialministerium. Diese Integrationspolitik war gut, ist gut und wird noch besser werden. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Herr Kollege Di Benedetto, Sie haben die Möglichkeit einer Erwiderung. Bitte schön, 2 Minuten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich wollte eigentlich nicht vor, weil ich denke, es ist gesagt worden, was gesagt werden musste aus unserer Warte. Und ich glaube, das ist auch angekommen. Das ist auch der Grund, dass der Herr Bocklet hier wieder ans Rednerpult ist und mich im Grunde genommen genötigt hat, um eines noch einmal klarzustellen. Wir haben natürlich im Rahmen des Sozialbudgets unsere Forderungen niedergeschrieben. Wir haben die nicht nur diskutiert, sondern eingebracht. Aber Sie wissen, Herr Bocklet, dass nicht wir die Mehrheit in diesem Hause haben, sondern Sie. Und darum konnten wir natürlich das Ganze nicht realisieren. Danke schön. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Faulhaber von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben jetzt das Wort.
Doktor, wenn es jetzt ein bisschen wieder sich beruhigt hat, dann könnte ich vielleicht anfangen. Bitte etwas ja, mehr Ruhe, schlecht, damit die Kollegin sprechen kann und sie auch gehört wird. Das ist, dass Sie nicht zuhören. Das haben Sie ja auch an der Rede von Herrn Benedetto gemerkt. Es gibt ja viele Sachen, wo Sie mal zuhören könnten. Also, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, Sie sagen in Ihrem Antrag, allen Hessinnen und Hessen würden Wertschätzung und gute Teilnahmechancen entgegengebracht. Also, eigentlich ist die Realität in Hessen noch lange nicht uneingeschränkt so zu bezeichnen. Und es wäre dringend erforderlich, Integrations- und Antidiskriminierungspolitik in Hessen zu betreiben. Und zwar nicht nur auf dem Papier, Herr Bocklet, das hilft ja nichts, wenn Sie es in die Luft halten und damit wedeln, sondern in echt. Und ich habe ja zum Beispiel in der bildungspolitischen Debatte auch so ein paar Punkte benannt. Es haben andere Mitglieder des Parlaments solche Punkte benannt. Das steht in dieser Enquetekommission. Aber das kommt ja irgendwie nicht an. Und Sie sind ja Meister, Weltmeister im Weglassen. Und deswegen lassen Sie bei dieser Debatte und in diesem Antrag auch Sachen weg, die sich in unserer Gesellschaft ereignen und die irgendwie, wo sie auch irgendwie nicht zuhören. Und ich werde Ihnen jetzt ein paar benennen. Menschen mit Migrationsgeschichte haben nämlich im Alltag mit unterschiedlichsten Formen von Rassismus zu kämpfen. Manche wegen des Aussehens, wegen ihrer Aussprache oder wegen des Namens werden sie beleidigt, beschimpft, bedroht und ja auch angegriffen. Rassistische Gewalt gegen Minderheiten ist auf einem Rekordniveau. 914 Gewaltdelikte gab es im vergangenen Jahr in Deutschland. Und dabei wurden fast 700 Menschen verletzt. Und zählt man zu den Gewaltdelikten noch so etwas wie Volksverhetzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung hinzu, dann steigt die Zahl aller rechten Delikte auf über 12.000 an. Und diese Zahl, meine Damen und Herren, sind in hohem Maße alarmierend. Und auch in Hessen ist die Situation so besorgniserregend. Das sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen. Rechte Straftaten und Gewalt in Hessen haben sich nämlich vervierfacht. Eine öffentliche Auseinandersetzung mit Vorfällen und Statistiken rechter Gewalt findet gleichwohl kaum statt. Und es herrscht der Mythos vor, es handle sich um Einzelfälle ohne Verbindung nach rechts. Meine Damen und Herren, in der Politik muss endlich ein angemessenes Problembewusstsein für die Gefahr von rechts entwickelt werden, und es muss für einen besseren Schutz der Betroffenen gesorgt werden. Ich finde eigentlich, dass Sie das Problem der rassistischen Gewalt hier bagatellisieren. Meine Damen und Herren, auch unterhalb der Schwelle tatsächlicher Übergriffe erleben viele Migrantinnen und Migranten tagtäglich Stigmatisierung und Diskriminierung, z.B. beim Bewerbungsgespräch, bei der Wohnungssuche. Ja, sogar bei Mitfahrgelegenheiten haben sie es ungleich schwerer als andere Hessinnen und Hessen. Diskriminierungen beeinträchtigen Entfaltungs- und Teilhabemöglichkeiten. Sie kränken die Betroffenen, und sie isolieren und schaffen einen ungerechten Zugang zum Arbeitsmarkt und zur gesellschaftlichen Teilhabe. Und deshalb war es ein notwendiger, wenn auch überfälliger Schritt, dass unter dem scheidenden Staatssekretär Jo Dreiseitel erste institutionelle Antidiskriminierungsmaßnahmen in die Wege geleitet wurden. Es war auch richtig, dass das eigentliche Beratungs- und Unterstützungsangebot auf externe und spezialisierte Träger auszulagern, die vom Sozialministerium unabhängig sind. Wir haben das von Anfang an gefordert. Denn Antidiskriminierungsberatung wird nur dann auf Akzeptanz stoßen und erfolgreich sein, wenn sie behördenunabhängig erfolgt. Dies gilt umso mehr, wenn es um Diskriminierung durch staatliche Stellen geht. Meine Damen und Herren, noch immer existieren gesellschaftliche Bereiche, in denen die bereits vorhandenen Gesetzesvorhaben nicht greifen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz des Bundes ist nicht auf das hoheitliche Handeln des Staates anwendbar. Und hier besteht eine bedeutende Rechtsschutzlücke, die geschlossen werden müsste. Im Nachbarland Rheinland-Pfalz hat das Integrationsministerium ein Gutachten zu den vorhandenen Gesetzeslücken erstellen lassen. Und da stellte sich heraus,
zum Beispiel, dass Studierende an Privatschulen vor Diskriminierung durch die Uni geschützt sind, nicht aber Studierende an staatlichen Hochschulen. An den Schulen gibt es das Antidiskriminierungsgesetz für das Verhältnis von Arbeitgeber und Lehrkraft, nicht aber für die Beziehung zwischen Schüler und Schule. Und um solche Defizite abzustellen, meine Damen und Herren, ist der Landesgesetzgeber gefordert. Wir brauchen ein Landesantidiskriminierungsgesetz, das auch Verbänden ein Klagerecht einräumt, damit Betroffene aus Angst vor Kosten oder Repressalien sich nicht davor zurückschrecken lassen, den Rechtsweg zu beschreiten. Meine Damen und Herren, von der akuten Wohnungsnot in den hessischen Metropolen sind Migrantinnen und Migranten noch schwerer betroffen. Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit einem nicht-deutschen Namen oder wegen ihrer vermuteten oder tatsächlichen Religionszugehörigkeit häufiger eine Absage erhalten als andere Bewerber ohne Migrationsgeschichte. Da nimmt Frankfurt in der Liste der Städte, in denen Menschen auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden, neben München eine unrühmliche Spitzenposition ein. Deshalb muss für den hessischen Mietmarkt endlich eine wirksame Antidiskriminierungsstrategie entwickelt werden. Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten müssen besser vernetzt sein, zum Beispiel nach dem Beispiel Berlins, wo derzeit eine Fach- und Koordinierungsstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt eingerichtet wird. Ein nicht-deutscher Name darf genauso wenig ein Grund für Benachteiligung bei der Wohnungssuche sein wie ein Kopftuch, eine Kippe oder andere äußere Merkmale. Und auch das gehört zwingend dazu. Statt dem andauernden Abbau von Sozialwohnungen zuzuschauen, sollte endlich ein Investitionsprogramm für bezahlbaren Wohnraum aufgelegt werden, meine Damen und Herren. Eine gute Integrationspolitik zeichnet sich nicht so sehr dadurch aus, dass Anforderungen an Eingewanderte gestellt werden, die sie dann erbringen müssen. Eine gute Integrationspolitik schafft die Voraussetzungen, damit diese Menschen aktiv und chancengleich an dem gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Integration wird nicht gefördert, wenn elementare Grundrechte verwehrt werden, etwa wenn der Schutz der Familie missachtet wird und Menschen über Jahre hinweg nicht ihre Familienangehörigen nachholen können. Ich nenne hier nur das Schicksal des 12-jährigen Adib, das letztens durch die Presse ging, aus dem südhessischen Rheinheim, der seine Familie nicht nachholen konnte und daher in das Kriegsgebiet nach Syrien zurückkehrte. 2 Jahre lebte das Kind getrennt von Eltern und Geschwistern, die nicht nachkommen durfte. Meine Damen und Herren, das kann doch nicht unser Verständnis von einem Rechtsstaat sein. Integration wird auch nicht dadurch gefördert, dass anerkannte Flüchtlinge gezwungen werden, an einem bestimmten Ort zu leben. Was für uns selbstverständlich ist, nämlich dass wir uns unseren Wohnort aussuchen können, wird diesen Menschen in Hessen seit dem 1. September dieses Recht verwehrt. Die Wohnsitzauflage, meine Damen und Herren, ist das Gegenteil von Integration. Wer Flüchtlingen vorschreibt, wo sie wohnen sollen, erschwert ihre Mobilität und damit den Zugang zum Arbeitsmarkt. Wie soll sich jemand mit einem Land verbunden fühlen, das ihm das elementare Recht auf Freizügigkeit verwehrt? Die Wohnsitzauflage muss abgeschafft werden. So, meine Damen und Herren, am vergangenen Sonntag ist mit der AfD eine Partei in den Bundestag eingezogen, die Mitglieder mit faschistischen Positionen in ihren Reihen hat und die nicht gegen diese Mitglieder vorgeht. Die AfD wird, und das ist zu befürchten, das politische Klima weiter vergiften, Stimmung gegen Minderheiten machen und den Rassismus weiter schüren. Die Hemmschwelle für rechte Gewalt, für Stigmatisierung und Ausgrenzung wird weiter sinken. Diese Situation, meine Damen und Herren, wird auf keinen Fall dadurch entschärft, dass sich auch andere Parteien repressive Forderungen gegen Migranten zu eigen machen. Frau Faulhaber, also, Herr Bellino, das wird auch nicht besser, indem man vor den realen Problemen den Kopf in den Sand steckt. Es wird überhaupt nichts nützen, und das betrifft ja besonders Sie, mit rechten Parolen um die Anhängerschaft der AfD zu konkurrieren. Das wird die Rechten noch stärker machen. Das sieht man am Wahlergebnis in Bayern.
Jetzt nach der Wahl, meine Damen und Herren, müssen eigentlich alle Parteien alles tun, um Rassismus, Nationalismus und rechter Hetze entgegenzutreten. Und wir müssen leider zum Ende kommen. Ja, ich bin beim letzten Satz. Ein Teil davon ist, dass man institutionalisierte und flächendeckende Integrationsmaßnahmen schafft, die wohnortnah angeboten werden, und eine soziale Wohnungspolitik und eine gute Bildungspolitik betreibt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Für die Landesregierung spricht nun Staatssekretär Jörg Dreiseidel. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, meine liebe Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, erst einmal herzlichen Dank für die von Ihnen vorgetragenen besten Wünsche aus Anlass meines Abschieds. Sehr geehrter Herr Di Benedetto, wertgeschätzt durch mich, aber ich muss hier leider feststellen, Sie haben zum dritten Mal fast wörtlich Ihre Rede wiederholt, die Sie seit 3 Jahren immer wieder hier halten. Und seitdem hat sich aber die Welt und die Integrationspolitik dynamisch weiterentwickelt. Ich bitte Sie. Und nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis, und das ist doch belastbar und belegbar, dass die Integration und die Antidiskriminierung in dieser Legislatur erheblichst qualitativ wie quantitativ aufgewertet und erweitert wurden. Nicht nur durch den Aktionsplan zur Integration der Flüchtlinge und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts mit 2,9 Milliarden €, sondern auch durch die Fortschreibung des Wir-Landesprogramms mit jetzt fast 9 Millionen €. Eine Verdreifachung der Mittel. Und wir haben begonnen in 2014 mit 4 Programmsäulen und haben ab diesem Jahr 9 unterschiedliche Förderlinien, die wir bespielen können. Und die Öffnung ab diesem Jahr für Geflüchtete, Herr Kollege Rock, ist ein ausdrücklicher Wunsch auch gewesen der Kommunen, Landkreise und mit ein Ergebnis auch der Beratungen im Asylkonvent. Und wir werden diese Mittel auch in den kommenden 2 Jahren, so ist das vorgesehen, jährlich um weitere 1 Million € für unterschiedliche qualitativ hochwertige Integrationsinitiativen aufstocken. Und damit gestalten wir seit vielen Jahren die engste Integrationspartnerschaft mit Landkreisen, Kommunen, freien Trägern, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist ausdrücklich auch so gewünscht von den Kommunen und Landkreisen und völlig unabhängig, wer vor Ort regiert. Sie werden keine substanzielle Kritik oder Gegenwind irgendwo zitieren können. Das sind an Weiterentwicklungen Ergebnisse von Beratungen, gerade auch mit den Kommunen und den Organisationen der Zivilgesellschaft. Da bin ich sehr froh. Die Programme sind nicht am Schreibtisch entstanden, sondern flächendeckend in Hessen mitentwickelt worden. Und das ist gut so. Wir haben in Hessen aktuell 1,9 Millionen Migrantinnen und Migranten. 900.000 sind deutsche Staatsbürger. 1 Million haben unterschiedliche Bürgschaften. Und wir liegen, aktuelle Zahlen, als Land Hessen vor Baden-Württemberg am ersten Platz, was den Anteil mit Menschen mit Migrationshintergrund angeht, mit 30,2%. Und daraus ergibt es für alle das Land Hessen, die Städte, die Landkreise, aber auch für jeden einzelnen Bürger und die Zivilgesellschaft eine besondere Verantwortung, diese Vielfalt im Zusammenleben auf der Grundlage unserer Werte aktiv zu gestalten und jegliche Parallelgesellschaften auch zu vermeiden. Und diese Integrationspolitik hat Teile, die sich auch an Geflüchtete richten. Aber in der Substanz dieser Programme, nicht nur bei den Aktionsplänen mit ihren 10 Schwerpunktbereichen, wo investiert wird in Richtung der Weiterentwicklung der gesamten Gesellschaft, nur sind Geflüchtete ebenfalls mitgedacht, aber es ist nur ein Bestandteil von der eigentlichen Substanz. Und, meine Damen und Herren, von wegen nur alles auf dem Papier, wie es ist. Wir handeln. Wir finanzieren in allen Landkreisen, Kreisfreien und Sonderstatusstädten 66 Fachkräfte. 2014 zu Beginn gab es keine einzige finanzierte Fachstelle. Wir Koordinatoren und wir
Fallmanager für Geflüchtete an 33 Standorten in Hessen, um gemeinsam im Schulterschluss ein Integrationsmanagement lokal zu entwickeln und auch Geflüchtete passgenau in die Unterstützungssysteme zu vermitteln. Und deshalb, Herr Di Benedetto, gibt es schon längst seit vielen Jahren, bitte stellen Sie sich der Realität, ein verlässliches und auch flächendeckende Integrationsstruktur. Wir fördern hessenweit im Moment 340 innovative Projekte für eine lokale Kultur des Miteinanders, niedrigschwellige Sprachkurse für alle Menschen, Herr Rock, und dann noch einmal zusätzlich mit 2,7 Millionen € für Geflüchtete einschließlich der Kinderbetreuung. Wir finanzieren fast 3.000 zertifizierte Lotsen, die im Alltag alle Menschen konkret helfen und nicht nur Geflüchteten. Und erstmals realisieren wir Modellprojekte für geflüchtete Frauen und vor allem auch die schon seit vielen Jahren, manchmal Jahrzehnten existierende Migrantenorganisation, die wir fördern wollen, damit sie nicht mehr oder einige von denen vom Ausland finanziert werden müssen. Und in den letzten Wochen haben wir ein hessisches Kompetenzzentrum für Vielfalt gegründet mit dem Verein Berami in Frankfurt und der LAG Freiwilligenagenturen in Offenbach. Wir beraten, qualifizieren, vernetzen Lotsen und Migrantenorganisationen hessenweit, um die Arbeit insgesamt zu effektivieren. Und wir werben um unsere demokratische und offene Gesellschaft. Deshalb haben wir erstmals in Hessen eine Einbürgerungskampagne mit einer zentralen Feier im Hessischen Landtag gestartet. Und wir wollen möglichst viele, die die Voraussetzungen erfüllen, ermutigen, gleichberechtigte Mitglieder in unserer Gesellschaft zu werden. Wir werden die Kampagne Löwen im Herzen Hessen integriert fortsetzen und im November 4 regionale Bürgerforen durchführen mit bekannten Integrationsvorbildern und Persönlichkeiten, um im direkten Dialog mit den Bürgerinnen für Respekt und Wertschätzung einzutreten. Und wir arbeiten intensiv an einer nachhaltigen Entwicklung einer Integrationsstruktur und Kultur. Und wenn Sie sich unsere Ergebnisse des bundesweit anerkannten Integrationsmonitors ansehen, dann können Sie feststellen, in 17 gesellschaftlichen Bereichen, seit Jahren wird es von uns immer wieder untersucht, wächst die Integration stetig voran, und kein Bereich weist einen wesentlichen Rückschritt oder sogar Einbruch auf. Und wir gehen auch voran. Wir öffnen wie die Kommunen die Landesverwaltung interkulturell. Bei der ersten anonymen und freiwilligen Befragung neu eingestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lag der Anteil bei 23% der Neuangestellten. Wir sind damit auf einem guten Weg, die gesellschaftliche Realität auch in der Landesverwaltung abzubilden. Und dabei sind unverzichtbare Partner die Mitglieder des Integrationsbeirats oder auch die Mitglieder des Stiftungsnetzwerkes, denen ich ausdrücklich für ihre wertvollen Impulse danken will. Und ich danke auch den Mitarbeitern bei der Integrationskonferenz. Wir haben fast überwiegend die damaligen Handlungsempfehlungen durch konkretes Handeln in dieser Legislatur umgesetzt. Das können wir gemeinsam überprüfen. Und ich kann Ihnen sagen, der Abschlussbericht der Enquetekommission war die substanzielle Grundlage der 7 Arbeitsgruppen, wo über viele Monate bis zu 130 Menschen aus Vereinen und Organisationen mitgearbeitet haben. Und wir haben völlig einvernehmlich mit den Mitarbeitenden abgesprochen. Wir stellen die Beschlussfassung und Vorstellung des Integrationsplans ein bisschen noch zurück, weil es macht doch keinen Sinn, die Haushaltsergebnisse vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr und das, was im kommenden Jahr beabsichtigt ist, draußen vorzulassen. Wir wollen einen Integrationsplan demnächst vorlegen, der sich auf der Höhe der Zeit befindet. Und lassen Sie mich feststellen, unsere Integrationspolitik muss sich daran messen lassen, wenn immer mehr Menschen überzeugt davon sind, dass nicht die Herkunft zählt, sondern vor allem die gemeinsame Zukunft in Hessen. Und an diesem Ziel hat Di Benedetto, sollten wir doch alle gemeinsam arbeiten. Und wir handeln auch bei der Antidiskriminierungspolitik, von wegen steht auf dem Papier.
Wir haben mit der Antidiskriminierungsstelle in unserem Ministerium im bundesweiten Ländervergleich die personell und finanziell zweitbest ausgestattete Antidiskriminierungsstelle. Und die neue externe Beratungsstelle in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt mit jetzt 16 Partnern führt hessenweit psychosoziale und rechtliche Beratung durch. Und wir haben neu gegründet, das ist nicht nur in Hessen, sondern bundesweit vorbildhaft und einmalig, an der Technischen Hochschule in Mittelhessen eine Beratungsstelle für interkulturelle Konflikte. Und wir haben schon den erwähnten Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt mit 33 Vorhaben beschlossen, 500.000 € jährlich für Filmreihen, Publikationen, Veranstaltungen, Projekte für Akzeptanz und Vielfalt. Wir beraten und unterstützen ein bundesweit einmaliges Hilfsnetzwerk für LSBTIQ-Geflüchtete in Hessen mit jährlich 100.000 €. Und wir werden in wenigen Monaten eine Dokumentation, Veranstaltung realisieren und eine Ausstellung vorstellen zu den Schicksalen der Opfer des § 175. Und auch in den nächsten zwei Jahren geht es voran. Es werden, falls der Beschluss im Landtag erfolgt, mit 1 Million € zwei neue hessische Netzwerke für Antidiskriminierung und LSBTIQ installiert. Ich sage noch einmal abschließend, wir müssen alles dafür tun, dass Hessen tolerant und weltoffen bleibt, kein Platz für Diskriminierung und Rassismus gegeben ist. Und sehr geehrte Abgeordnete, ich möchte Ihnen abschließend auch Dank sagen für die freundliche, auch kritische und damit anregende Begleitung in den letzten Jahren. Und ich danke an dieser Stelle insbesondere auch Herrn Staatsminister Stefan Grüttner für die überaus vertrauensvolle und gute fachliche Zusammenarbeit sowie den Respekt, den er mir entgegengebracht hat. Vielen Dank und ganz schön. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir danken Ihnen allen ganz herzlich für diese positive geleistete Arbeit und wünschen Ihnen jetzt für die weitere Zukunft viel Glück und viel Gesundheit und ich weiß auch viel Zeit für das dann kommende Enkelkind. Alles Gute auch von dieser Seite aus. So, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann lasse ich über diesen Entschließungsantrag 19-5281 abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Fraktionen von FDP, SPD und DIE LINKE. Somit ist dieser Entschließungsantrag angenommen worden.